Hallo Leute, heute zeige ich euch, wie ihr einen Keilriemen wechselt bei einem Roller. Zunächst braucht ihr einen Sechskantschlüssel der Größe 8, eine Ratsche, eine 17er Nuss und einen Schraubenzieher zum Blockieren der Varomatik. So, nun nehmt ihr den Sechskantschlüssel und entfernt alle Schrauben am Varomatikdeckel. Gegen den Uhrzeigersinn drehen. Und die mittlere Schraube nicht vergessen. Wenn alle Schrauben entfernt sind, könnt ihr den Varomatikdeckel abziehen und vorsichtig beiseite legen. Nun seht ihr den Wandler und die Varomatik. Jetzt benötigt ihr einmal den Schraubenzieher, den ihr hinter die Varomatik in ein Loch schiebt, damit sich die Varomatik nicht mehr bewegen kann. Nun nehmt ihr die Nuss und die Ratsche und dreht gegen den Uhrzeigersinn die Mutter, die auf der Varomatik sitzt, auf. Dabei solltet ihr den Schraubenzieher festhalten oder euch dabei helfen lassen. Nun ist die Schraube entfernt, locker, und könnt sie entfernen. Jetzt entnehmt ihr erst die Schraube und dann die restlichen Teile. Ihr könnt sie einfach abziehen und legt diese vorsichtig beiseite. Nun nehmt ihr beim Wandler hinten dieses Teil und könnt es zusammendrücken, damit sich der Keilriemen lockert. Nun könnt ihr ihn drehen und noch ein bisschen drücken. Ja, ein bisschen Fummelarbeit ist das schon. Und könnt ihr den alten herausnehmen. Nun nehmt ihr den neuen, ich nehme jetzt wieder den alten, den neuen, setzt ihn hier drauf, auf den Wandler, drückt die Scheiben etwas auseinander, setzt den Keilriemen dazwischen und setzt den Keilriemen wieder hier drauf. Keine Teile vergessen. Nun nehmt ihr das Lüfterrad mit dem Stern und setzt es auf die Kurbelwelle, damit es fest sitzt und nicht durchrutscht. So, dann nehmt ihr den Kickstarter-Aufnehmer und steckt ihn auch drauf. Zu guter Letzt noch die Mutter per Hand aufdrehen. Dann braucht ihr wieder den Schraubenzieher. Steckt es wieder hinten ein Loch fest, damit er nicht rausrutscht. Und nun in den Uhrzeigersinn die Schraube etwas festziehen. Nicht allzu fest, sonst bricht das Gewinde durch. Oder reißt das Gewinde durch. So, nun ist das fest. Ihr könnt den Varomatikdeckel wieder drauf tun und alle Varomatikschrauben wieder draufschrauben. Und damit werdet ihr eigentlich auch schon fertig und könnt wieder getrost weiterfahren.